Echo spielt man auch ganz gerne gegen so einen Syndra-Pick zum Beispiel. Okay. Hier war ein Ghost-Poro drin, ne? Sehe ich gerade. Ich glaube, ich lasse den Yasuo mal kommen. Wir haben beide. Oh! Der Singed ist auch die ganze Zeit im Proxy-Farmen, weil das habe ich auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Oh! Ich weiß gar nicht, ob ich den direkt angreifen kann. Ich glaube, letztendlich ist er ja eher ein Counter zu mir. Deswegen ist es eher, denke ich, schwer. Oh mein Gott, war das stark! Das war so crisp! Crispy Crosby von dem Zack! Props gehen raus! Wunderschön war das! Danke dir! Dann noch die Predicted Bubble dazu, der hatte gar keine Chance mehr. Crispy Crosby! Woo! Well played, Bro. CC Shanes. Erst der Stun, dann das Ranziehen, dann die Bubble. Trotz beider Summoners keine Chance für ihn. Protobelt. Jetzt habe ich direkt mein Hexer Revolver. Aber ne, auch wieder Yasuo kann man schon immer. Seit es Yasuo gibt, ist er eigentlich ein gutes Gankziel. Hey Mike. Mach weiter so, wie du bist. Freue mich jedes Mal über ein neues Video. Ender Lantern, danke für die netten Worte. Mike, du bist ein super Kerl. Der Schredder, du hast noch mehr geschrieben. Danke dir. Ihr seid heute wieder grandios. Positive Vibes everywhere, ich sag's euch. Er wird richtig destroyed von uns. Ah, wer auch so weit rausgeht und mich unterm Tower noch stressen will, der kriegt direkt die Respektschelle von dem Zerg. Ich glaube, ich mache sogar noch eine Wave. Ah, da kommt der Ding. Ja, da läuft ich doch. Da läuft er raus. Ja, ich hätte Dark Seal bauen können. Da habe ich auch geschaut. Aber jetzt, wo ich so ahead bin, kann ich auch direkt mein Protobelt rushen. Wir kommen ja gar nicht dazu, die Tränke wirken zu lassen. Ich habe bisher noch nicht einmal meine drei Corrupting Potion Stacks gebraucht. Ich werde eventuell sogar nach dem Protobelt noch ein Dark Seal bauen, weil man ja auch die Stacks bekommt. Die Fähigkeitsstärke geht dann auch gut hoch und es ist an sich einfach ein Worth-Item. Aber gerade der Hexer-Revolver, also gerade der macht auch nochmal so schön viel Schaden drauf. Lassen wir mal kurz ein bisschen. Echo ist wirklich einer der wenigen Assassine, die ich richtig feiere.
Oh mein... What? Last chance to be anywhere else. Das ist auch so frech mit dem, mit der Passive, ne? Ich hab den Tower attackiert, aber es reicht trotzdem. Ach du Kacke. Oh wait, wir haben Bits bekommen, ne? Guido! Danke für deine fetten Bits! Ich platziere schnell den Pinkpot hier, glaube ich. Guido Mido, dir, die sind für Mary. Ich kann bei ihr keine Bits reinklatschen. Ja gut, drücke ich ihr 5er in die Hand. Wenn das dein Wunsch ist, dann möge es geschehen. Ich danke dir, Guido. Wobei Mary und ich haben eh die Philosophie, mein Geld ist ihr Geld und umgekehrt. Also immer wenn sie was braucht, gebe ich ihr das. Und ja, eigentlich ist es meistens so rum. Danke, Guido. 3-0 Echo, wenn's läuft, läuft. Schade, hätte mich gesehen. Das ist der Moment, wo Echo richtig stark wird, meiner Meinung nach. Weil du den Easy Wave Clear hast. Ja, ich versuche ihn noch zu warnen. Braum gibt sein Bestes. Kane ist aber noch 6. Die Vision! Oh, ich habe ihn für eine Millisekunde nicht gesehen. Und konnte nicht mehr connecten. Puh, Glück gehabt. Butterboy, wieder da! Du warst weg, habe ich gar nicht mitbekommen. Schön, dass du wieder da bist. Bleib ruhig ein bisschen. Wir haben gerade eine echt positive Stimmung hier. Oh, Passive! Ah, ich glaube nicht, dass er den richtigen Damage dafür hat. Das war erstmal Shutdown Gold. Welche Schuhe baut man auf Echo? Fuck! Echo. Kurz gucken. Kann ich die Magic Pen bauen? Wahrscheinlich bauen die anderen. Doch, die meisten bauen immer noch Magic Pen. Oh, nice. Das sehe ich gern. Zack Passive ist raus. Ich habe mal gegen einen Heimlinger gespielt, dachte der ist echt nice, dann habe ich mir ihn geholt und jetzt ist er mein neuer Main. Ja, man kann inspiriert werden, definitiv. Mike, muss man sich für das Turnier auch einchecken? Also du musst ein Team erstellen? Du musst ein Team erstellen und dich dann natürlich für das Turnier registrieren. Falls du das meinst mit einchecken. Oh shit, da unten hätte ich hinrollen können. I'd rather make mistakes than make nothing at all.
sie gewordet. Clever. Clever. Ich bin ein Ein-Mann-Team. Viel Glück im Turnier. Ne, das geht ja gar nicht. Das System würde dich dann gar nicht übernehmen. Ich bin Echo Main since Release. Ich glaube auch Echo zu Main ist fun. Ich glaube, der Champion an sich ist auf jeden Fall fun. Macht er das ernsthaft? Eine Frechheit. This is how we say hello in Zaun. Der letzte Ignite-Tick. Okay, ich merke gerade, die ganzen Kills, die habe eigentlich nur ich. Vielleicht muss ich aufpassen. Darken Kane, frühe Transformation, er ist gefährlich. Er ist gefährlich, der Darken Kane. Das brauche ich jetzt als nächstes Lich Bane, glaube ich. Oder soll ich. Oh, da kommt der Dive. Und da kommt die Toplane. Da kommt der Diamond Singe. Meanwhile, Camille, hat sie TP? Sie hat doch TP! Boah, das schläft sie. Aber du? Das ist aber hier Schlafenszeit bei der. Oh, warte mal. Top und Bot sind beide jetzt da. Okay. Müsste ihn trotzdem haben. Aber ich habe eigentlich für die Chemie gepinkt, dass sie die ihn einfach anultiert. Egal. Noch der Brown. Brown, warum mach doch was. Der hat erstmal gewartet oder so. Okay, ich hätte nicht wegflashen müssen, weil meine Passive wieder geprockt ist, aber ich dachte mir, ich will ein bisschen Leben sparen für den Re-Engage. Jetzt sind immer noch alle Kills auf mir. Mike, ist das Wasser, was du da trinkst? Ich habe hier einmal Energy und einmal Wasser. Ich trinke mal 250 Milliliter Energy am Tag. Ansonsten trinke ich immer Wasser. Oh, können wir es carryen? That's the question. 7-2 steht erstmal gar nicht so schlecht. Der Wave Clear sitzt auch. Durch den Double Buff sind wir auch wieder voll. Kurz mal gucken, ob hier Oh, er war aber lange geroutet. Zum Glück haben wir einen Red Buff, wie gesagt, der macht mich voll. Den nehmen wir schon mal mit. Ich habe alles versucht. Morgana ist auch hier jetzt nur am Roamen. Ich glaube, der Brown kommt da jetzt auch nicht mehr hinterher.
Na, der holt sich trotzdem MF. Oder? Jumus? Hat sie noch Jumus? Ich hab's nicht mitgekriegt. Ah, okay, easy. Oh, sie ist doch schneller gewesen, als ich dachte. Da muss die Ulti ausgelaufen sein. Ne, die läuft noch. Ich will doch irgendwie Lich Bane First haben. Hey Mike, kann man Galio noch spielen? Ja, kann man. Das Problem mit Galio ist ein bisschen, dass das Team mit ihm mitspielen muss. Das heißt zum Beispiel, die baiten die Gegner oder Alistair divet und du kannst dann diven. Also oftmals spielen sie nicht für einen, so weißt du, was ich meine? Die sind sowas von am Herald, Leute. Was habe ich gesagt? Und die haben mir scheinbar auch gewordet, sonst wüssten die es nicht. Irgendwo haben die hier gewordet. Zehnter Kill, Leute! Ich wusste nicht, dass Yasuo keine Ulti mehr hat, deswegen habe ich mich erstmal zurückgezogen, weil der wollte mich sonst, glaube ich, direkt mitnehmen. Dann sind wir hier nochmal rausgekommen. Eieieiei. 13-13 jetzt. Vielleicht können wir es doch noch drehen. Was geht hier ab, du? Was eine Action! Dragon Master, danke für deine Subscription. 3 Monate. Freut mich, dass du noch dabei bist und es nicht bereut hast. Hashtag Ehrenmann. Ich brauche hier meinen roten Sweeper jetzt. Ich habe jetzt das ganze Spiel keinen Daxil gekauft. Aber müssen wir jetzt mit leben. Leute, seid ihr auch gehypt hier? Das Game. Es ist richtig close gerade. Oh mein Gott, der Hamza, er hat kein Ulti mehr. Ulti! Oh, Camille. Ich will ja nichts sagen, aber die Camille kennt ihren Champion, glaube ich, nicht. Also das war ein Free Kill, das wäre der vierte, das wäre ein super Trade. Die werden noch über die Wand, Zinschkette nicht hinterherkommen können. Sag ich doch, Kimi weiß nicht, was ihre Ulti bringt. Oh, schade. Ja, egal. Wir haben vorher erstmal richtig dick gerockt, das ist das Wichtigste. Ist jetzt auch schon das zweite Mal, dass Kimi ihre Ulti gar nicht eingesetzt hat. Also wenigstens einsetzen wäre schon was gewesen. Nö. Jawohl, Kimi, Ulti ihn!
Na gut, schade. Zack, bleib bei mir, please. Momentan machen nur wir beide was. Ohne Zack läuft's gerade gar nicht. Kimi, sie hat den längsten Engage fast im Spiel. Geht nicht rein. Oh. Schwierig, Leute. Ja, Camille sucht auch ihre Ausreden, ihre Ulti hat wenig Range, Camille ist im Midgame schwach. Es geht einfach darum, na egal, ist egal. Es ist schade, weil ich will das jetzt, ne, wenn man jetzt 13 Kills hat und ein Tryhard ist wie ich, dann weiß man, wir hätten das jetzt gewonnen. Wir hätten diesen Fight gewonnen, aber stattdessen haben die Gegner ihn geholt und es wird einfach immer schwieriger und verbissener. Müssen wir kurz raus. Wir können vielleicht hier rein. Kommt die Minion Wave noch? Alter, der Burst ist crank! Ich kenne keinen Mensch, der mehr Tryhard ist als ich. Meine Freundin sagt, genau das liebt sie an mir, aber das kann auch manchmal komisch sein. Sehr gut, Camille hat einen Turm bekommen. Da hast du 100% gewordet, oder? Und jetzt Ul. Ja, noch ein bisschen vielleicht. Jawohl, jetzt kommen sie alle mit hier gerade. Die kriegen auch den Turm eventuell. Aber der Zack, kann er nochmal rausjumpen? Good job, Leute. Das war doch mal super. Ja, auch schön hier gepickt mit der Bubble. So muss das. Oh, macht schnell, macht schnell. RIP. Einfach run, vielleicht kommst du noch weg. Alter, ich bin so dick von den Items, ja. Solange sie nicht nur das liebt. Das Wichtigste ist, dass mein Freund mich liebt. Was sie an mir liebt, das bleibt ihr überlassen. Wieso liebt deine Freundin eine Eigenschaft in Videospielen? Weil meine Freundin was ganz Besonderes ist. Meine Freundin ist nicht so eine, ich sag jetzt mal, Möchtegern-Prinzessin. Sie ist selber auch ein Gamer. Sie ist selber auch Tryhard. Sie weiß, wie es ist. Und es motiviert sie. Das ergänzt sie. Und wir pushen uns so gegenseitig. Das ist doch eigentlich, was ist eigentlich für eine Frage? Es gibt richtig, zum Beispiel, es gibt ganz viele Sportler. Egal, ob es jetzt Bodybuilding ist oder ob es Joggen ist. Wenn deine Partnerin genau dasselbe macht, viele finden sich genau wegen sowas. Und wenn meine Freundin hat genau dieselbe Mentalität wie ich in Bezug auf Videospiele, dann kann es durchaus sein, dass uns genau das stark verbindet. Ist ja eigentlich logisch. Ein bisschen Sorge macht mir ehrlich gesagt der Zinsch, weil... drin werden können.
Er hat noch Ult, ne? Oh, good job, guys! Kinil, Bombe, gespielt! Da lobe ich auch! Ich lobe dann auch, ne? Wenn dann die Leute sowas machen, bin ich der Erste, der sagt, mein Sohn, schön gespielt! Oh, das war doch mal sexy! Mein Sohn ist mein Spruch. Komm ins Gebüsch, komm ins Gebüsch, Bro! Ins Gebüsch! Okay, warte mal, wenn er so weit steht, dann das Gift. Oh, der Cinch ist gerade am Hard Carry, also zumindest. Wie viel Damage habe ich durch den bekommen? 1045 durch seine Q. Puh. Ja, der Cinch hat auch schon seine 5,5 Items mit 300 CS. Er ist der gefährlichste. Aber wir müssen trotzdem erstmal hier so Draven fokussen. Wir können Cinch nicht fokussen. Das ist schon. Wir brauchen. Miss Fortune wird dem Cinch wehtun. Der hat keine Rüstung. MF kann ihm wehtun und vielleicht auch Camille. Mal gucken. Purelox, WB, welcome back. Zaun is the future. Ich komm nicht dran gerade, ey. Oh mein Gott, ich bin so RIP. My bad. Die MF ist schon wieder AFK. Fuck. Sobald der Cinch an mir dran klebt, ist es vorbei. Ich weiß nicht, was ging. Ich werde die Eltern rufen, die. Japau! Nee, wie heißt der? Lepau! Komm essen, Lepau! Man, warum ist sie auf Karl? Wir brauchen dich gegen Cinch. Ich würde jetzt reinjumpen. Er macht es. Oh. Ah, schade. Der Versuch war aber genau richtig. Warum wollen sie in ein Spiel mitspielen, wenn sie dann nicht spielen? Gute Frage, Beppi. Sehr gute Frage.
schade gerade, dass die Miss Fortune nicht da ist. Die hätte auch den Baron ultien können da. Bin ich ziemlich sicher. Genau, schön zu mir jumpen. Gerade. Oh ne, die Miss Fortune ist ja immer noch weg. Wie lange? Zwiewalski, danke für deine Donation. Servus, bin auch am Start. War heute ein starker Tag von C9. Die haben echt gut gespielt. Hab's echt gefeiert. Und die haben eine Chance, noch weiterzukommen. Definitiv. Ich hab's auch mega gefeiert. Lol, jetzt wird die da abge. Come on. Ja, süß. Nehmen sie auch direkt mit. Oh, feels bad. Wie heißt der Spieler? Muss man sich merken. Le Pau. Nicht cool, du. Ja, das stimmt, wenn man. Oder noch besser ist. GG. Aber wir hatten ein geiles Echo Game, es hat mir Spaß gemacht. Das ist etwas, was ich zum Beispiel an Community Games mag, dass man auch mal wieder Champions ausprobieren kann. Und es kribbelt so ein bisschen bei mir, noch ein bisschen mehr von Echo zu sehen und zu spielen. Also cooler Champion an sich. Ich glaube auch einer, den man definitiv one-tricken kann. Und möglicherweise ist das sogar ein Game, was auf YouTube gehen kann. Ihr seht. Hard Carry Performance. Hoffentlich hat es euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Geht nicht in Public Games AFK. Danke dafür. Und ansonsten viel Glück bei euren Games. Haut rein. Macht's gut.